Zu einem neuen Video im Bereich Deutsch. Ich bespreche heute das Verb besitzen hinsichtlich seiner Bildung in allen Zeiten und allen Personalformen. Bevor wir die einzelnen Zeiten bilden, ein kurzer Überblick über das Verb selbst. Das heißt eine sehr unregelmäßige Bildung auf. Und zwar lautet die erste Stammform besitzen, die zweite Stammform besaß und die dritte Stammform besessen. Während also die Grundform, die erste Stammform mit TZ gebildet wird, wird die zweite Stammform mit einem scharfen S und die dritte Stammform mit einem Doppel-S gebildet. Hinsichtlich der Anwendungen unterscheiden wir vier große Anwendungen, es gibt natürlich mehr. Die erste Anwendung des Verbs besitzen lautet, etwas gehört einem. Zum Beispiel, er hat ein großes Haus besessen. Anwendung 2, man hat Talent, Mut oder Geschmack. Sie besitzt großen Mut, ist hier der Beispielsatz. Dann haben wir die Anwendung 3, und zwar die Negativverwendung von besitzen, und zwar für Armut. Der Nachbarsjunge besitzt keinen Cent. Und schließlich die vierte Anwendung, man hat Vertrauen. Mein Arbeitskollege besitzt mein Vertrauen, ist hier die Anwendung. Kommen wir nun zur Bildung der Zeiten. Beginnen wir mit der Zeitform Präsens Gegenwart für Ereignisse, die genau jetzt in diesem Moment stattfinden. Hier haben wir die Bildung mit der ersten Stammform und den entsprechenden Endungen. Die erste Person einzeln, die sprechende Person, wird gebildet mit ich besitze. Die zweite Person einzeln wird gebildet, die angesprochene Person, du besitzt. Die dritte Person Einzahl, die besprochene Person, männlich er, weiblich sie und sächlich es, er, sie es, besitzt. Dann haben wir die drei Formen in der Mehrzahl. Erste Person Mehrzahl, wir besitzen. Dann haben wir die zweite Person Mehrzahl, ihr besitzt. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie besitzen. Hinsichtlich der Endungen haben wir in der ersten Person Einzahl ein E, in der zweiten und dritten Person Einzahl ein hartes T, in der ersten und dritten Person Mehrzahl ein EN und in der zweiten Person Mehrzahl ebenfalls ein hartes T. Das war die Bildung der Zeit von Präsens Gegenwart für das Verb besitzen, einteilige Bildung mit der ersten Stammform. Kommen wir von der Gegenwart zur Vergangenheit, genauer zur Mitvergangenheit, für Ereignisse, die in der Vergangenheit geschehen sind und schon abgeschlossen sind. Hier haben wir ebenfalls eine einteilige Bildung, und zwar mit der zweiten Stammform. Die erste Person Einzahl wird hier gebildet mit ich besaß. Die zweite Person Einzahl du besaßest, die dritte Person Einzahl, er, sie oder es besaß. Die Mehrzahlformen lauten erste Person Mehrzahl, wir besaßen. Zweite Person Mehrzahl, ihr besaßt. Und dritte Person Mehrzahl, sie besaßen. Hinsichtlich der Endungen haben wir, wie so oft bei starken Verben, also unregelmäßigen Verben, in der ersten und dritten Person Einzahl keine zusätzliche Endung, in der zweiten Person Einzahl ein EST, erste und dritte Person Mehrzahl ein EN und zweite Person Mehrzahl ein hartes T. Kommen wir nun zur Schreibung bzw. zur Bildung der Zeit von Perfekt Vergangenheit für Ereignisse, die in der Vergangenheit begonnen haben und die noch andauern oder deren Folgen noch sichtbar sind. Hier haben wir zum ersten Mal eine zweiteilige Bildung. Erster Teil, Hilfsverb haben im Präsens. Zweiter Teil, Vollverb besitzen im Partizip 2. Die erste Person Einzahl wird hier gebildet mit ich habe besessen. Zweite Person Einzahl, du hast besessen. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es hat besessen. Die Mehrzahlformen lauten erste Person Mehrzahl wir haben
besessen, zweite Person Mehrzahl ihr habt besessen und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie haben besessen. Das war die Bildung der Zeit von Perfekt Vergangenheit für das Verb besitzen. Zweiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb haben im Präsens. Zweiter Teil Vollverb besitzen im Partizip 2. Die letzte Zeitform, die wir in der Vergangenheit bilden können, das ist das Plusquamperfekt, auch Vorvergangenheit genannt, verwenden wir immer dann, wenn zwei Ereignisse in der Vergangenheit stattfinden für das vorhergehende Ereignis, deshalb auch der Name Vorvergangenheit. Fast gleiche Bildung wie im Perfekt, nur wird hier das Hilfsverb haben nicht im Präsens, sondern im Präteritum gebildet. Erste Person Einzahl, ich hatte besessen. Zweite Person Einzahl, du hattest besessen. Dritte Person Einzahl, er, sie oder es hatte besessen. Mehrzahlformen, erste Person Mehrzahl, wir hatten besessen. Zweite Person Mehrzahl, ihr hattet besessen. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie hatten besessen. Das war die Bildung der Zeit von Plusquamperfekt für das Verb besitzen. Zweiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb haben im Präteritum. Zweiter Teil Vollverb besitzen im Partizip 2. Kommen wir von der Vergangenheit zur Zukunft, also für Ereignisse, die noch gar nicht stattgefunden haben. Hier haben wir eine zweiteilige Bildung, und zwar erster Teil Hilfsverb werden im Präsens. Zweiter Teil Vollverb besitzen im Infinitiv. Die erste Person Einzahl wird gebildet mit ich werde besitzen. Die zweite Person Einzahl wird gebildet mit du wirst besitzen. Dritte Person Einzahl er, sie oder es wird besitzen. Die Mehrzahlformen lauten erste Person Mehrzahl wir werden besitzen. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet besitzen. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie werden besitzen. Das war die Bildung der Zeitform Futur 1. Zweiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb werden im Präsens. Zweiter Teil Vollverb besitzen im Infinitiv. Die letzte Zeitform, die wir bilden können im Indikativ, das ist das Futur 2. Auch vollendete Zukunft oder Zukunft 2 genannt. Einzige Zeitform mit einer dreiteiligen Bildung. Erster Teil Hilfsverb werden im Präsens. Zweiter Teil Vollverb besitzen im Partizip 2. Dritter Teil Infinitiv von haben. Die Bildung in der ersten Person Einzahl lautet ich werde besessen haben. Also hier hat man noch gar keinen Besitz, überlegt sich aber schon, wie das dann sein wird, wenn man das hat, zum Beispiel ein Haus. Die zweite Person Einzahl lautet du wirst besessen haben. Dritte Person Einzahl er, sie oder es wird besessen haben. Mehrzahl, erste Person Mehrzahl wir werden besessen haben. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet besessen haben. Und die dritte Person Mehrzahl wird gebildet mit sie werden besessen haben. Das war die Bildung der Zeitform Futur 2, Zukunft 2 für das Verb besitzen. Dreiteilige Bildung, erster Teil Hilfsverb werden im Präsens, zweiter Teil Vollverb besitzen im Partizip 2 und der dritte Teil wird gebildet mit dem Infinitiv von haben.